Heute beenden wir vorerst die schwerste Zelda-BOTW-Mod Relics of the Past auf diesem Kanal, denn dieses Projekt wird von nun an auf meinem Drittkanal Umaki weitergeführt. Abonniert also gerne meinen Drittkanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Aber jetzt stellen wir uns erstmal ganz vielen Wächtern, neuen Gegnern, was bist du für ein Wesen? Und dem Feuerfluch. So, mal gucken, ob hier noch irgendwo was verändert wurde in Goron. Ja, denn es ist natürlich unschön, wenn sich hier noch mehr Wächter befinden würden. Also gerade hier in dem Feuergebiet stelle ich mir das alles nicht so angenehm vor. Aber gehen wir erstmal hier in diesen Schrein rein. Denn Zeichen der Bewährung sind hier super essentiell. Habe ich irgendwas zum Anzünden? Ja, perfekt. Machen wir das ganz entspannt. Okay, ich cheate einfach. Wir machen das so. Dann nehme ich das so. Und was genau hat mir das gebracht? Ich habe keine Ahnung. So, auf die Gegner habe ich jetzt eher weniger Bock. Ich würde sagen, Phantomrüstung an. Wächterwaffen sollte ich auf jeden Fall zur Hand nehmen bei so einem Kampf. Na komm, auf geht's. Jetzt schon kein... Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt schon kein Bock. Die halten ja alle gar nichts aus. Wait, what? Wart ihr schon immer so schwach? So, her damit. Und gebt mir mein Zeichen der Bewährung. So, wo ist hier die Statue zum Beten? Ah ja, ich sehe sie. Moment mal, hatte die schon immer eine Krone auf? Ist das neu? Okay, wir holen uns auf jeden Fall mehr Herzen, denn Herzen sind gerade in dieser Mod sehr, sehr wichtig. Und ein weiteres Mal. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr nett vom Mod-Ersteller, dass er die ganzen Herzcontainer einfach günstiger gemacht hat. Oh Gott, ey, ich habe gar keine Lust auf dieses ganze Lava-Gebiet hier. Also wenn dort hinten jetzt bei den Minen auch tausende Wächter warten, dann habe ich keine Lust mehr. Also bisher sieht es ja eigentlich sehr unverändert aus. Alles aus. So, weg mit dir. Also ich sehe noch keine Wächter, was eigentlich ganz gut ist. Ich habe nichts gesagt. Da ist sehr wohl ein Wächter. Ach du Heiliger. Ah ja, da kommen sie, die ganzen Gegner. Ich habe auch noch Wächterwaffen. Ja, okay, es werden immer mehr. Es werden einfach immer mehr. Ich habe richtig Bock. Da hinten einfach ein brennender Exalforce, ne? Klar, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Ach du Scheiße. Das wird nicht witzig. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig. Und hier liegt auch direkt ein Garde-Zweihänder bereit. Da will uns das Game wohl auf irgendwas vorbereiten. Kann ich hier einfach rüberjumpen. Ich hab vergessen. Hier sind ja überall Wächter. Oh nee, 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 nee. Oh nee, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Was habt ihr mir gedroppt? Feuerpfeile. Oh wow. Die bringen natürlich voll was im Feuergebiet. Hier, wo eh einfach alles aus Feuer besteht, brauche ich natürlich noch Feuerpfeile. Na klar. Warum nicht, ne? Wie soll ich denn gegen die ganzen da ankommen? Die sind doch... Bitte keine roten Exalforce, die habe ich schon immer gehasst. Also mit immer meine ich natürlich, seitdem es diese Mod gibt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich muss den jetzt machen. Und einfach sterben. Nice! So, schöner Double Kill. Den hole ich auch noch weg. Weg mit dir. Okay, auf ein neues. Jetzt aber. Yes! Okay, ich habe wirklich echt viel Zeit, um zu reagieren. Das ist das Geile dran. Und ich verkack's einfach trotzdem. Ich hasse es. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir werden einfach nur vorbeirennen. Denn anders sehe ich keine Chance für uns. So, weg mit euch. Oh, nice, 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 nice. Das war knapp, aber es hat funktioniert. Was mit denen wiederum ist, keine Ahnung. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Chill. Ja, okay, chill. Warum schießt du einfach? Um den muss ich mich jetzt irgendwie kümmern. Nur nicht so. Ja, knapp, knapp, knapp. Ah, wieder sehr, sehr knapp. Komm schon, einmal noch, einmal noch. Yes, 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 yes. Weg mit dir. Hat ja nicht so gut geklappt, ne? Bleib mal stehen, mein Freund. Okay, und ich hitte einfach nicht. So, das ist schon mal gut. Das heißt, deine Waffen kann ich mir eben mal gönnen. Ja, perfekt. Und deine Waffen gönne ich mir auch mal eben. Dankeschön. So, haben wir es endlich geschafft, zum Titan zu kommen. Ich kann es nicht glauben, ey. Jetzt müssen wir nur den Titan selbst irgendwie überleben. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte, wirklich. Ich bin ehrlich, das ist hier ein Problem. Und das da unten, das ist auch ein Problem. Die Waffe wiederum ist kein Problem. Die habe ich schon wieder komplett vergessen. Die sieht sehr, sehr strong aus. Aber alles andere ist, glaube ich, ein Problem. Oh Gott, es wird ja auch noch dunkel. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Junge. Yo, und ich bin fast tot. Ja, und das war's mit der ersten Fee. Sag mal, Bro, geht's dir noch gut? Geht's dir noch gut, Bruder? Oh, ich glaube, ich werde das hier nicht lange überleben. Ach so, meine Rüstung bringt nicht mal was. Oh, okay, den können wir wenigstens one-shotten. Na, immerhin eine kleine tröstende Nachricht. Oh, der löst sich auch auf. Perfekt. Und du da? Du spawnst keine Gegner mehr. Ja, ja, soweit so gut, soweit so gut. Okay, wir machen wieder die Kombi. Wir machen die Kombi. Die macht nämlich am meisten Damage. Und gefühlt mache ich immer noch gar keinen Schaden, um ehrlich zu sein. Kann es denn sein, dass ich so wenig Schaden mache, Bruder? Wie tanky bist du denn? Ah, einfrieren, einfrieren. Wer genau wollte jetzt hier eigentlich was spawnen? Du da, weg mit dir. Das ist nicht fair, wenn ich nichts sehen kann, okay? Das ist nicht fair, das bockt doch nicht. Ich will doch was sehen können. Ach ja, meine Gardehelle badet, zerbricht gleich. Na, perfekt. Das ist ja easy.
Lol. Er brennt. Warum brennt er? Ich find's gut, dass er brennt, aber warum? Perfekt. Okay, nehmen wir unsere stärkste Waffe. Mal gucken, wie viel Schaden wir damit machen. Yo, okay, wir machen Ultra Damage damit. Beste Waffe ever. Bruder. Alter, weg mit dir, Bruder. Weg mit dir. Nee, das ist der Gegner. Wo kommt ihr denn? Wait. Okay, actually, es hat doch ganz gut geklappt. Sind gleich alle losgeworden? Sind die antiken Großschwerter hier ein bisschen stärker? Warum sind die denn so schwach? Die sind ja schwächer als legit alles andere. 15 Damage, was wollt ihr mir damit? 15 Damage, das ist doch nix. Sieht aber nur cool aus, oder was? Ja, toll. Ach, ihr schon wieder. Ihr tötet euch einfach selber, okay? Tötet euch einfach selber. Der spawnt Wächter, Alter. Der spawnt einfach Wächter, jetzt check ich's erst. Bruder, der spawnt Wächter. Ja, okay, chill, Bruder. Von wo? Ich würde ja gerne erstmal wissen, von wo das Teil da die Dinger spawnt. Ja, toll, 300 Rubine, wofür? Für nix? Brauche ich nicht, meine Freunde, brauche ich nicht. Mann, was soll ich denn tun? Ich sehe doch nix. Okay, ich habe eine Idee. Ja, spawn halt noch mehr, ist kein Problem. Okay, wir müssen den großen Wächter irgendwie erstmal besiegen. Nein. Ach, chill doch, Bruder. Ja, okay. Das war's mit meinen Feen. Boah, was übertreibt denn der auch gleich? Der übertreibt dann mal wieder maßlos. So. Kannst du mal bitte nicht meine Schilder zerstören? Okay, das war's komplett. Der hört einfach nicht mehr auf. Das ist einfach literally die Hölle. What the fuck? Okay, ich versuche einfach diese ganzen Augen von relativ weit weg zu snipen. Da hinten ist noch so ein Auge. Hallo, lässt mich in Ruhe, please. Da hinten ist noch ein Auge. Ist das vielleicht das spawnende Auge? Yes! Das sind einfach Snipe-Gotto-Kamsen. Okay, war es das jetzt oder spawnt er immer noch? Oder spawnt er einfach immer? Sag mir bitte nicht, dass er einfach immer spawnt. Das gab's ja auch noch. Oh nee, das war doch bei Baruta auch so, dass einfach immer Gegner gespawnt sind. Doch, es ist genau das. Wie zur Hölle soll ich das bitte schaffen? Alter, habt ihr es bald? Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts. Ah! Okay, das war knapp. Ich habe literally keine Ahnung, was ich tun soll. Es ist viel zu dunkel. Ich sehe nichts. Da oben ist ein Auge. Weg damit. Das ist einfach die Hölle. Wo spawnen die denn? Bitte noch. Ich will nicht mehr. So, hier ist noch so ein blödes Auge. Weg mit dir, Kumpel. Ich werde jedes Auge auslöschen. Da oben ist auch noch eins. Oh, ihr geht mir so auf den Keks. So, ich glaube, ich habe es geschafft. Habe ich es geschafft? War es das schon? Antiker Bogen. Antiker Bogen. Sehr, sehr gut. Blaue Fackel. Wir schaffen das. Was ist denn der Müll jetzt hier? Autsch. Ist okay. Ich renne einfach. Ich bin doch schon da, oder? Ich bin schon da. Ja, easy. Hä? Wo war da die Challenge? War doch voll einfach. Hat doch gar nicht so lange gedauert. Hey. Ach so, ich werde direkt angegriffen, na klar. Wenigstens sehe ich was, das ist schon ein Fortschritt. Was mit dir? Willst du vielleicht auch sterben? Na. So, hey, was ist denn mit den Gegnern los? Sind die blöd? Das hat gesessen. Das hat richtig fett wehgetan. Jetzt nehmen wir hier noch die Waffe. Machen wir nochmal ganz kurz Spin to Win. Na komm, den kriegen wir tot. Yes. Mann, jetzt hör auf, mich mit Stein zu bewerfen. Wobei, ganz ehrlich, lieber mit Stein als mit deiner Waffe. Was bist du für ein Wesen? Warum sieht der so cool aus? Yo, wie schnell greift der an? Ich bin froh, dass ich Distanz bewahrt habe. Und er kann nicht eingefroren werden. Was bist du für ein Wesen? Der schlägt durch mein Schild durch? Willst du mich verarschen? Jetzt die Frage, kann ich hier eine andere Rüstung tragen oder ist es zu heiß? Nee, ich kann hier eine andere Rüstung tragen. Okay, dann würde ich sagen, 1-1er, ohne treten. Ich bereite mich noch kurz vor, mein Pausenessen. Und zwar so. Und jetzt gibt's aber aufs Maul, Junge. Komm ran. Ja, perfekt. Ja, Kollege. Okay, ich hab nichts gesagt. Beweg dich, Link. Beweg dich doch. Aua. Gib mir dein Schild. Das ist sehr gut. Alter, der steht sehr schnell auf. Ja, du kannst noch so oft treten, wie du willst, Bruder. Yo, komm. Stirb, Kollege. Stirb, du hast dich einmal getroffen. Wenden wir es mit einem Spin to Win. Du Kacknoob. Wait, was bist du denn? Ja, komm, den besiegen wir auch noch. Was ist das jetzt? Kommt da noch einer? Nein. Okay. Hey, war doch gar nicht so schwer. Ging doch. Also, hier ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Das heißt, ich kann jetzt ganz entspannt den Titan bewältigen. Hoffe ich. Angefangen hiermit. Zünden das hier an. Zack. Und öffnen die Tür. Und dahinter verbergen sich natürlich Gegner. Hätte mich ja auch gewundert, wenn nicht. Aua. Okay. Aktivieren wir das erste Kontrollsiegel. Das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt. Und es kommt ein... Ja, okay. Du willst mich doch verkackeiern. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst? Yo. Jetzt spawnen hier einfach schon Gegner, wenn ich Kontrollsiege aktiviere. Das ist absolut nicht cool. Dann aktivieren wir mal das letzte Kontrollsiegel. Puh. Jetzt bin ich gespannt, was er sich für den Endboss überlegt hat. Ob noch mehr Gegner spawnen oder wird jetzt nur der Endboss hier sein? Let's go! Der sieht neben allem anderen gar nicht so beängstigend aus, um ehrlich zu sein. Solange jetzt keine 1000 Wächter spawnen, ist alles easy.
Hä, war es das jetzt schon? Das war ein Two-Hit, Bruder. Das war ein Two-Hit. Yo, als ob der so weak ist. Als ob du einfach schwächer als ein Wächter Level 4 bist. Du bist einfach schwächer als ein Nano-Wächter, Kumpel. Weißt du was? Hier. Nee, das war's jetzt doch nicht, oder? 4 Hits? Mehr hast du nicht ausgehalten, Kumpel. Aber wir kriegen einen Herzcontainer, immerhin. Wir haben es echt geschafft. Oh, lol, was ist hier drin? Kriegen wir noch eine nice Waffe? What is das? Oh, die Waffe kann verbrennen. Okay, dann benutze ich sie nicht. Aber die sieht funny aus. Ja, nice. Danke für die Waffe, Bro. Daugschirm. Oh, sehr, sehr nice. So, zücken wir hier die wunderbare neue Waffe. What the hell ist das? Und warum wird mir bei der einfach keine Durability angezeigt? Das ist einfach eine gelbe, antike Säge. Also, naja, ein antikes Großschwert halt. Ja, Leute, diese Waffe werde ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Aber wenn ihr sehen wollt, was diese Waffe macht, müsst ihr auf meinem Drittkanal vorbeischauen. Denn dort wird das Projekt von nun an weitergehen. Und zwar auf dem Kanal Omaki, nicht auf diesem Kanal. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst.